Glück auf! Ja, ich bin Carsten in Mahl und heute geht es darum, eine VA für den Goose vom Kanal Ruhrpott Outdoor zu drehen. Ja, Goose, du hast mittlerweile eine tolle Abonnentenzahl von 777 Abonnenten erreicht. Ich habe gerade nachgeschaut, mittlerweile sind es dann sogar 899, wenn die App jetzt nicht gelogen hat. Ja, was soll man sagen? Also, wie gesagt, herzlichen Glückwunsch. Man merkt, du bist auf Kohle geboren, bist ein Junge aus dem Pott. Das macht dich natürlich schon von sich aus sympathisch. Ja, du hast eine schöne Mischung an unterschiedlichen Themen bzw. mal Giervorstellungen, mal eine schöne Wandertour, mal eine Buschkrafteinlage, und sowas macht dein Kanal halt aus. Ja, du hast dazu aufgerufen, wir sollen dir Knoten zeigen, die dir beim Lagerbau helfen können. Ich habe mir einen Knoten für dich ausgedacht, aber dafür suche ich mir jetzt gerade hier ein Plätzchen, wo ich ein Lager aufbauen kann. Also, wir sehen uns nachher. Ja, mein Platz für mein heutiges Lager, für mein Pausenlager, habe ich jetzt gefunden. Ich werde mir hier einfach zwischen die beiden Bäume einen Poncho aufhängen. Ich weiß nicht, es könnte jederzeit sein, dass es anfängt zu schneien und oder zu regnen. Und von daher ist es mir dann schon lieber, ein Dach über den Kopf zu haben. So. Ja, du hattest uns gebeten, dir Knoten zu zeigen, die dir helfen können beim Lagerbau. Ich habe mir heute für dich den Doppelstich ausgesucht. Der Doppelstich ist ein Knoten zum Verbinden von etwa gleich starken Leinen. Und der große Vorteil vom Doppelstich ist einfach, dass man ihn, nachdem da Spannung drauf war, auch noch gut wieder auseinander bekommt. Ich würde sagen, ich baue jetzt mein Lager mal auf. Ich habe mir gleich noch ein etwas dickeres Seil noch mitgenommen. Damit kann ich dir den Knoten dann besser zeigen. Und ich würde sagen, ich baue jetzt erstmal zu Ende und dann sehen wir uns gleich. So, mein Lager oder mein kleines Lager hier steht und hat mir gerade Wasser aufgesetzt für einen Tee. Und ich würde sagen, in der Zeit, bis das Wasser kocht, kann ich dir dann mal diesen Doppelstich zeigen. Man könnte meinen, ja, normaler Haushaltsknoten tut es auch. Der Überhandknoten zum Leinen verbinden, ja, sicherlich. Aber wenn da mal richtig Zucht drauf war,
Geschweige denn, wenn der dann auch noch mal nass geworden ist, dann wird es schon recht schwierig, den wieder auseinander zu bekommen. Ich habe ja gerade schon hier zwischen den beiden Bäumen meinen Poncho aufgehängt und die Leine oben, die war zu kurz und dafür habe ich den Doppelstich schon verwandt. Der Doppelstich ist meines Erachtens ein ganz einfacher Knoten. Ich habe hier mal eine etwas dickere Schnur, nur so einen Meter davon, aber damit kann ich dir das, glaube ich, ganz gut zeigen. Und zwar habe ich eine Seite von den Schnüren mit einem blauen Isoband gekennzeichnet und das hat einen ganz einfachen Grund. Und zwar die einfachste Methode, diesen Doppelstich zu binden, ist sich ganz einfach zu merken, welche Leine man als erstes nach oben gelegt hat. Und zwar im Prinzip macht man ihn wie diesen sogenannten Überhandknoten oder den normalen Haushaltsknoten. Nur, dass man sich halt merkt, welche Leine zuerst oben lag. Deswegen, wie gesagt, habe ich mir das markiert. Ich hole euch auch gleich nochmal näher ran und zeige den dann nochmal. Also, ich habe jetzt die blau markierte das blau markierte Ende für mich oben liegen, für das einmal unten herum, das ganz normal wie beim normalen Haushaltsknoten auch. Und jetzt habe ich mir ja gemerkt, ich hatte den blauen oben und jetzt fange ich wieder mit dem blauen oben an. So, und das ist der Doppelstich. Beim Doppelstich ist halt wichtig, dass die beiden kurzen Enden auf der gleichen Seite liegen und so ergibt sich dann quasi so ein, es gibt auch Leute, die sagen da Schiebeknoten zu, weil man halt diese Schlaufen gegeneinander verschieben kann, aber ansonsten, wenn da Zucht drauf kommt, zieht sich der Knoten halt fest, löst sich nicht von alleine, kann aber dann, wenn da mal Zucht drauf war, mit ein bisschen hin und her gefummel oder ein bisschen hin und her geschiebe, kann der ganz leicht wieder auseinander gemacht werden. So, ich trinke mal ein Schlückchen Tee. Also, wie gesagt, jetzt zeige ich euch das Ganze nochmal vom Nahen. Ich habe ja hier das eine Ende der Leine blau markiert. Das ist dann jetzt mein Anfangsstück, sage ich jetzt mal, das lege ich einfach oben drüber, ziehe es unten drunter her, als würde ich eine Schleife binden wollen. So, jetzt mache ich genau dasselbe noch einmal, wieder das Blaue oben drüber legen und durchziehen und somit ergibt sich der sogenannte Doppelstich. Und wie gesagt, jetzt seht ihr, der zieht sich zu und kann aber ganz leicht so wieder auseinandergenommen werden.